Guten Tag, wer ist denn im Apparat? Hallo, guten Tag. So? Ja, meine Honigbiene, mit wem spreche ich denn da? Ja, spreche ich mit Herr Grund? Ja. Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Lips. Adam Schweizer, mein Name, melde mich von Oriendil, das Unternehmen. Ich hoffe, das sagt Ihnen noch was. Nee. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Wahnsinnsrunde und zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder drei Telefonate mitgebracht. Drei Telefonate, die wie immer höchst unseriös laufen. Von Betrügern am Telefon, die sich selbst allerdings für seriös halten und, naja, hauptsächlich an eure Kohle wollen, wenn sie nicht sogar noch ein bisschen Daten von euch haben wollen, um hinterher noch einen Datendiebstahl so nebenbei mal zu begehen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit diesen drei Telefonaten. Guten Tag. Wer ist denn im Apparat? Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo, hier ist Anna Wolf von Express Trade. Wie geht's Ihnen? Ja, ganz gut. Also, Sie haben sich gerade auf unserer Plattform registriert, deswegen habe ich angerufen. Ist richtig, erstes Zuschlagen. Ja. Mhm. Und als Finanzmanager möchte ich Ihnen behilflich sein, wenn Sie Zeit haben. Also ich möchte Sie ganz kurz informieren. Zuerst möchte ich Ihnen fragen, haben Sie Erfahrung über diese Plattform oder ist das erste Mal? Nee, da war ich noch nicht. Mhm. Okay, also wie Sie wissen, heutzutage Online-Handeln ist sehr bekannt überall der Welt. Ja, auf diesem Grund ist es die beste Zeit, eine Investition zu starten. Aha. Also für diese Investition, wir haben zwei Systeme, ja, auf unserer Plattform. Mhm. Automatisches System und manuelles System. Auf automatisches System hier gibt es einen Robot, wir heißen das Algorithmus. Dieser Robot werde alles für Sie fertigen. Wie auf der anderen Seite Robot. Ja, wie heißt der? MT4-Programm. Also wir haben MT4-Programm, ja. Aber das Algorithmus. Ist ja kein Roboter. Algorithmus. Mhm. Und wenn Sie zum Beispiel automatisch traden, also wir haben MT4-Programm, also wenn Sie auch automatisch traden, Sie können auch 80% Geld verdienen, ja? Es hat Erfolgsquote von 80%, ja? Mhm. Und auf der anderen Seite, Sie werden eine persönliche Senior Account Manager bekommen, also Kundenbetreuer. Diese Person werde Ihnen für die alle Schritte unterstützen. Das bedeutet, Sie brauchen nichts zu tun. Sie werden nur Ihre Konto mit einem Mindestbetrag aktivieren. Das ist Ihre Entscheidung, wie Sie möchten. Also wenn Sie keine Zeit haben, Sie können auch automatisch traden oder mit den Kundenbetreuer zusammenarbeiten, traden. Ja, das ist Ihre Entscheidung. Also wenn Sie brauchen Hilfe, Sie können auch mit unseren Kundenbetreuer zusammenarbeiten. Ja. Also das ist so und für diese, unsere Mindestbetrag ist 250 Euro. Haben Sie das auch durchgelesen? Nee. Nee, okay. Möchten Sie Ihre Konto aktivieren? Möchten Sie investieren auf unserer Plattform? Also wir sind Aktivierungsabteilung. Wenn Sie bereit sind, wenn Sie möchten, ich kann Ihnen helfen, um Ihre Konto aktivieren. Aha. Und für diese Startung, wir haben zwei Zahlungsmethoden, ja, entweder mit Visa Card oder mit Mastercard. Wie würden Sie das tätigen? Was ist denn da besser? Wie bitte? Na, was ist denn da besser? Ich weiß nicht, das ist Ihre Entscheidung. Also haben Sie Kreditkarte oder benutzen Sie Online-Banking? Also normalerweise, das ist so, mit Kreditkarte, wenn Sie mit Kreditkarte eingezahlt haben, Sie können sofort anfangen. Ja, Sie müssen nicht warten. Es wird gleich Ihr Konto aktiviert. Und das ist so, aber wenn Sie mit Online-Banking eingezahlt haben, Sie müssen nur zum Beispiel bis ein oder bis zwei Tage, ja, spätestens, sage ich dann so, warten, ja. Also, weil Überweisung, das dauert ein bisschen, Sie wissen schon da auch. Das ist so, also wie Sie möchten. Haben Sie Kreditkarte? Mhm. Visa oder Mastercard? Ja. Die beide haben Sie? Mhm, genau. Okay, mit welcher Karte möchten Sie einzahlen? Da habe ich mir noch keine Gedanken zugemacht. Welche ist denn da besser? Herr Zuschlagen, sind Sie Zuschlagen? Klasse Zuschlagen, ist richtig. Mhm. Das ist Ihre Entscheidung, also nicht ich, also meine Entscheidung. Wie Sie möchten. Ich kann Ihnen nur Ihre Kontakte, also helfen, nur Ihre Kontakte aktivieren. Okay. Okay.
Mit Mastercard geht es? Ja. Okay. Also, ich muss zuerst unsere Finanzabzahlung weiterleiten, ja? Und dann werde ich Ihnen gleich ein Aktivierungslink schicken. Sie können ganz einfach mit diesem Link weitergehen. Oder auf der Webseite können Sie auch einzahlen, wie Sie möchten. Aber mit dem Link können Sie gleich schnell Ihre Konto aktivieren, ja? Können Sie ganz kurz einen Moment bitte herzuschlagen, ja? Ja. Okay, danke. Auf der Mauer sitzt eine kleine Wanze. Kuckuck, ist da noch einer? Hallo. Und Herr Zuschlagen, möchten Sie mit 250 Euro anfangen? Nee. Okay, mit Mindestbetrag 250 Euro. So viel? So viel? Na, ist das, muss man da so viel, ja? Kann man da nicht erstmal mit 20 Euro? Mit 20 Euro? Dachte ich so, ja. Mit 20 Euro geht es nicht herzuschlagen. Mindestbetrag 250 Euro. Okay. Also, wenn Sie möchten. Möchten Sie mit 250 Euro anfangen? Ich muss mal kurz auflegen. Kleinen Moment. Tja, da musste ich dann leider mal das Gespräch beenden. Aber es ist schon Wahnsinn, was wir da wieder für eine dran hatten. Sie hält sich selber für seriös, aber eigentlich geht es die ganze Zeit nur darum, welche Einzahlungsmöglichkeiten ihr habt. Tja, und sowas nennt sich dann wohl Trading Bank. Also ich finde es immer wieder schockierend und erschreckend, wie einfach es eigentlich ist, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ihr braucht nirgendwo anrufen und erzählen, dass ihr von irgendeiner angeblichen Bank seid und ihr das Geld vermehren könnt. Und die Leute, die zahlen denn hier dem Anschein nach wohl ihr Geld ein. Denn wenn das nicht so wäre, dann würde sich diese Masche hier auch definitiv nicht lohnen und rentieren. Also muss es sich ja leider irgendwie lohnen und rentieren. Sonst würde es ja keiner machen. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach nur noch beschämend und traurig. Aber die hier, ich glaube, sie war hier auch eine von den etwas, ja, intelligenteren, die gleich mitbekommen hat, dass hier irgendwas nicht so ganz stimmt. Von daher hat die sich auf jeden Fall auch nicht nochmal gemeldet. Sie hat es dann dabei belassen, dass ich keine Zeit mehr hatte oder keine Lust oder wie auch immer. So? Ja, meine Honigbiene, mit wem spreche ich denn da? Spreche ich mit Herr Kunst? Mein Name ist Melanie Becker, ich grüße Sie und ich melde mich... Melanie Becker? Ja. Wo haben Sie denn den abgefahrenen Namen her? Ich melde mich von der Firma Investing Academy, Herr Kunz. Und ich möchte mit Ihnen gerne ein paar wichtige Informationen mitteilen über den globalen Börse. Wenn ich fragen darf, beschäftigen Sie sich... Wie wichtig sind Sie denn die Informationen? 10. Ah, okay. Wenn ich fragen darf, beschäftigen Sie sich mit Onlinehandel? Nee. Also haben Sie dafür Interesse? Haben Sie Zeit, damit ich das ganze Arbeit erkläre? Ja, können wir gerne ein bisschen Zeit verplempern. Wie bitte? Also ihr sind nicht zu Hause. Habt ihr Zeit? Ich hab Zeit. Also können Sie ganz kurz auf der Leitung bleiben und ich werde Ihnen mit einem von unseren spezialisierten Experten verbinden und informieren Ihnen mit den Signalen und Informationen, wie kann man mit Onlinehandel beschäftigen, ja? Auf was ist denn der Experte spezialisiert? Finanzberater. Ah. Haben Sie Zeit? Ja, ja. Nur kommt da nur noch was? Hallo? Ja? Guten Tag, ich grüße Guten Sie. Tag. Ich mich auch. Mario Munzki, danke. Mario Munzki bin ich am Telefon. Also ich bin hier von Investing Academy. Also gerade haben Sie mit einem von unseren Assistenten gesprochen und hat zu mir gesagt, dass Sie keine Erfahrung gemacht haben an den globalen Börsen, aber dass Sie Interesse gezeigt haben, ja? Habe ich das, ja. Wo denn? Okay. Also an den globalen Börsen, da kann man beschäftigen mit dem deutschen Börse zum Beispiel, ja? Haben Sie mal gehört? Ja, habe ich mal im Radio gelesen. Also, wo haben Sie das gelesen? Im Radio. Im Radio, gelesen, nicht gehört. Ja? Ja. Okay, weil ich habe noch nie im Radio gelesen. Ich habe gehört, ja, aber gelesen habe ich noch nicht. Also, das ist eine neue Version, ja? Das Radio oder? Gucken kann. Da kann man die Musik sehen. Kann man auch die Musik sehen? Ja. Das ist ja super. Das ist ja super. Also, welches Radio ist das? Da kann man also Musik sehen und Gott. Ja. Ja. Schönes Geschichte, wirklich.
Okay. Ja. Also, was haben Sie ganz genau also gelesen? Also im Radio? Im Radio? Ja. Ja, da habe ich die Tagesschau gelesen. Was haben Sie gelesen? Die Tagesschau. Die Tagesschau. Okay, super. Und was ganz genau? Also ein gutes Nachricht zum Beispiel. Oder ein gutes Information. Da stand, da rufen lauter Betrüger an. Über dem Krieg bis. Nee. Über dem Krieg. Haben Sie was gelesen? Welcher Krieg? In Ukraine. Das ist schon 8 Jahre alt, alles. Gitte. Ja. Ja, richtig. Ja, stimmt so. Es gibt ja insgesamt 26 Kriege, also ist ja immer Krieg. Und mit dem Covid, also Coronavirus? Was damit? Was denkst du über das Coronavirus? Hier gibt's ist das ja auch echt, oder? Ja, natürlich. Das ist ganz normaler Schnupfen, gibt's ja schon immer. Den Schnupfen hat man schon immer Coronavirus genannt. Nur da hat man halt noch nicht so drüber gesprochen. Okay, also ich werde mal mit dem Experten von dem Coronavirus verbinden, ja, also und er wird Ihnen also auch so ein paar also wichtige Informationen also mitteilen, ja, dass Sie vielleicht das nicht gehört haben. Warten Sie kurz auf der Leitung, bitte. Hallo? Ja. Ja, guten Tag, Markus Schröder spricht hier, ja? Wie geht es Ihnen, alles gut? Entzückend. Sind Sie Herr Knut, oder? Hä? Sie sind Herr Knut, oder? Ja, Herr Knut. Genau, wie geht es Ihnen jetzt überhaupt? Alles okay? Entzückend, ja. Okay, was machen Sie in der Vergangenheit? Wie geht es Ihnen jetzt mal mit der Gesundheit? Ja, was soll denn damit sein? Geht es Ihnen gut? Jo. Köpflich auch gut, oder? Jo. Alles prima. Leben Sie allein zu Hause, bitte? Nee. Mit wem? Wie mit wem? Ja, mit meinem Ehemann, mit wem denn sonst? Ja, haben Sie eine Frau, haben Sie Kinder, haben Sie eine Familie? Nee. Keine. Okay, Sie haben schon eine Anmeldung gemacht über Online-Trading, oder? Was? Über Online-Trading. Ja, was damit? Okay, dann ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch, ja? Den wünsche ich mir auch. Danke, tschüss. Tja, also ich muss mich da immer und immer und immer wieder wiederholen. Denn das sind hier Leute, die angeblich von einer Tradingbank anrufen. Also von jemandem, der euer Geld verwalten möchte. Dass man hier definitiv die Finger von lassen sollte. Ich glaube, das erzählen die einem hier zwischen den Zeilen schon von ganz alleine. Denn sonst würden solche Abfallgespräche hier überhaupt gar nicht zustande kommen. Natürlich kann es nun so sein, dass bei dem einen oder anderen Namen, den es übrigens aus den Kommentarvorschlägen gab, dass der ein oder andere da mal nicht drauf reinfällt. Hier mit im Radio gelesen, naja, der hat's ja auch relativ schnell kapiert. Aber schon Wahnsinn, man wird in den Callcentern auch einfach weitergereicht, es ist unfassbar laut, von Datenschutz halten die da auch nichts. Tja. Und man muss sich hier auf jeden Fall vor Augen führen, die haben keine Anruferlaubnis. Die dürfen bei euch gar nicht einfach so anrufen und durchklingeln. Denn zum einfach so anrufen und durchklingeln braucht man als Firma hier in Deutschland ein Double Opt-in. Also die Bestätigung, dass eure Telefonnummer auch eure Telefonnummer ist. Und das haben die Leute hier am Telefon nicht. Die rufen einfach so an. Und das auf Masse. Tja. Man muss dazu nur seine Daten einmal irgendwo falsch im Internet hinterlegt haben oder irgendeine Webseite hatte mal einen Datenleck und schon ist eure Telefonnummer im Umlauf und wird verkauft. Ja, eure Telefonnummer ist tatsächlich Geld wert, nur um euch dann anrufen zu können. Tja, und das ist eben das Gefährliche. Sobald man die am Telefon hat, springt der ein oder andere auf das Skript oder auf den Text, den die da vorlesen, an und gibt sein Geld da aus. Tja, nur dass man es dann nicht wiederbekommt, das erfahrt ihr von denen nicht. Da muss man schon die Scambaiter von YouTube hören. Schon traurig. Im Fernsehen vermisse ich da tatsächlich auch die Aufklärung. Denn sie gibt's schlichtweg nicht. Frage ich mich, wozu gibt's denn die Rundfunkgebühren, wenn man da nicht informiert wird, dass es diesen Betrug gibt? Da gibt's nur die Tagesschau, wo man euch verschaukelt und irgendwelche schönen alten Archivbilder zeigt. Aber, tja, sowas hier
Wird euch da leider nicht gezeigt, dass es da einfach auch Betrug gibt. Da würde es doch einfach reichen, wenn man zwischen Lindenstraße und der nächsten Kochshow vielleicht einfach mal einen Werbeblock einführen würde, der nur darüber informiert, wie man ja eben genau sowas erkennt, dass man am Telefon nicht beschissen wird. So stelle ich mir das eigentlich vor. Gibt's halt leider nicht. Gott sei Dank haben wir YouTube und, naja, die Möglichkeit, selber zu teilen. Eine andere Möglichkeit sehe ich da leider nicht. Informiert daher sehr, sehr, sehr gerne alle in eurer Umgebung, dass es solche Sachen gibt. Schauen wir mal zum nächsten Gespräch, was ich euch noch mitgebracht habe. Ja. Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Lips. Adam Schweizer, mein Name, melde mich von Oriendil, das Unternehmen. Ich hoffe, das sagt Ihnen noch was. Nee. Okay, wir haben Ihnen vor circa 2 Wochen eine E-Mail zukommen lassen mit einer Unternehmensvorstellung. Haben Sie die gelesen eventuell? Nö, habe ich nicht gelesen. Okay, macht ja nichts. Helfe ich Ihnen auch so gerne auf die Sprünge. Und zwar sind wir eine Online-Handelsplattform, befassen uns mit verschiedenen Finanzinstrumenten. Haben Sie in so einem Bereich Erfahrung gesammelt? Weiß ich nicht. Nee, Glück nicht. Und hier haben wir tatsächlich mal wieder einen Betrüger dran, der sich, naja, nicht ganz so ausländisch anhört. Aber, tja, erstmal der Name, der ist ja auch definitiv gelogen. Denn der heißt bestimmt nicht Schweizer mit dem Nachnamen. Und selbst wenn doch, dann wäre es schon ziemlich abgefahren. Ich meine, der spricht ja jetzt hier nicht in so einem ganz schlechten Kakerlakendeutsch, wie wir es ja meistens hier auf dem Kanal gewohnt sind. Von daher gehe ich davon aus, dass der schon ein bisschen mehr Erfolg hat. Aber die Masche hier ist auch wieder ziemlich plump, auch wenn sie mal ein kleines bisschen anders ist als sonst. Hier steigt man mit der E-Mail ein, die man angeblich zugeschickt hat. Das werden die auch vielleicht sogar gemacht haben. Dadurch, dass ich aber so viele verschiedene E-Mail-Adressen benutze und da auch ziemlich viel Fake bei ist, der gar nirgendwo ankommt, ist es jetzt ziemlich schwierig nachzuvollziehen, ob da wirklich mal eine E-Mail verschickt wurde. Ich kann es mir allerdings vorstellen. Tja, aber so wie er es auch beschreibt, die E-Mail mit den Lebensvorstellungen, tja. Genau, da wird einfach nur wieder Augenwäscherei drin gewesen sein, wo man euch geil drauf macht, Geld zu verdienen. Für nichts, also fürs Nichtstun. Dass man einfach so Geld bekommt, indem man denen Geld überweist. Aber man muss sich doch einfach mal die Logik überlegen. Ich gebe jemandem 250 Euro und der macht daraus in einer Woche doppelt so viel, oder wie? Aha. Also, wenn es so ein System gibt, wo das tatsächlich wirklich nachweisbar funktioniert, dann dürft ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube nicht, dass es so ein System gibt. Okay, das macht ja auch nichts. Ich schläge ihm mal kurz nahe, warum ich in der Leitung bin, ja? Hallo? Ja. Okay, wir als Unternehmen, wir betreiben derzeit Neuakquise und wir erweitern unseren Kundenkreis. Das bedeutet, wir geben jeden neuen Anleger einen 100%igen Bonus auf die erste Investition. Haben Sie prinzipiell Interesse an sowas? Ja, aber das ist ja keine Neuakquise, weil Sie machen das ist Kaltakquise. Na, das ist Neuakquise. Wir erweitern ja unseren Kundenkreis daher. Ja, aber kalt. Ob kalt oder neu oder warm, was spielt das für eine Rolle, Herr Lips? Aber kalt ist verboten. Na, ist es nicht, Herr Lips. Also wir sind ein lizenziertes Unternehmen. Wir arbeiten ja auch mit der EZB und mit der BaFin zusammen. Also. Mit sowas kann man nicht zusammenarbeiten. Na doch, natürlich. Wieso kann man mit sowas nicht zusammenarbeiten? Nee, die überprüfen euch nur. Aber mit denen kann man nicht zusammenarbeiten. Die BaFin überprüft. Mit der EZB kann man auch zusammenarbeiten. Nee. Du? Nee, ist ja Quatsch. Na, ist es nicht? Klar. Ja, haben Sie denn prinzipiell Interesse an sowas in dem Fall? Ja, nicht an so eine Betrügerfirma, die einfach illegal anruft. Wie bitte? Ja, ich sage nicht an so eine Betrügerfirma, die illegal anruft. Ich habe Sie akustisch nicht verstanden, Herr Lips. Nochmal bitte. Nee, habe ich kein Interesse daran, das nochmal zu wiederholen. Irgendwas mit Betrüger, das habe ich verstanden, aber mehr nicht. Ja, aber Sie rufen illegal an. Sie haben keine Anruferlaubnis. Okay, wissen Sie, wie viele Menschen heutzutage kalt akquiriert werden? Das glauben ja, Sie ja gar nicht. Und Neuakquise darf ja, jeder ja, betreiben. Ja, nee. Kalt ist bei Deutschland verboten. Wie bitte? Kaltakquise ist in Deutschland verboten. Okay, wie sieht's aus, Herr Lips? Sind Sie eigentlich gerade zu Hause? Na, was sieht denn Sie das an? Rein informativ. Ich wollte Ihnen eigentlich nur unsere Website mal durchgeben, damit Sie sich besseren Einblick verschaffen können in dem Fall. Ja, Sie ändert ja nicht daran, dass Sie illegal arbeiten. Da will ich mir doch das hat mit illegal nichts zu tun, Herr Lieb. Was reden Sie denn da für einen Quatsch? Sie rufen illegal an? Na!
klar. Sie haben sich doch außerdem selbst für Online-Trading interessiert. Also, ich verstehe das nicht. Ja, nur wenn man sich dafür interessiert, haben Sie immer lange keine Anruferlaubnis. Aber warum? Die Kontaktdaten verfallen ja nicht vom Himmel daher. Ja, die haben sie irgendwo illegal aufgekauft in irgendeiner Datenbank-Webseite. Na, das ist doch Quatsch, Herr Lips. Nee, also das wirklich. Ist kein Quatsch. Doch, das ist... Also, das verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe das schön. Sie sind Betrüger und Kriminelle und sie versuchen, die Leute abzuzocken. Mehr machen sie ja nicht. Das ist ihr Job. Also, mit so einer Aussage können Sie sich strafbar machen in dem. Nee, Sie machen sich gerade strafbar mit dem Anruf. Ist ja lächerlich. Zeigen Sie mich doch an, dann habe ich Ihre Daten, dann kann ich Sie verklagen. Prima, ja, dann zeigen Sie... Dann zeigen Sie mich mal... Ja, Sie machen, Sie wollten das doch machen, oder nicht? Wie bitte? Na los, zeigen Sie mich an, Sie Betrüger. Na, warum sollte ich Sie denn anzeigen? Na, damit ich Ihre Daten habe und dann kann ich das direkt an die Polizei weitergeben. Sie können mich doch anzeigen, wenn Sie dazu Lust und Laune haben. Warum sollte ich Sie denn anzeigen? Die Telefonnummer ein, die kann man ja nicht mal zurückrufen. Wie bitte? Ja, Sie rufen mit einer gespooften Telefonnummer an. Das heißt, die Rufnummer existiert nicht, die im Display steht. Natürlich existiert die, bloß sind wir eine One-Way-Linie. Wenn alle bei uns anrufen eine würden, dann würden ja die Leitungen brennen, Herr Lips, also wirklich. Ja, eine One-Way-Linie. Aber ich kann Ihnen auch gerne meine private WhatsApp-Nummer immer geben, wenn ich das besser passe. Ja, auch private WhatsApp-Nummer kann man sich über eine Prepaid-Karte machen, wo keiner registriert ist hinter. Das ist genauso illegal. Ach, Sie kennen sich auch ganz gut aus mit solchen Dingen. Sind Sie eigentlich ein Betrüger an der Stelle jetzt? No, Sie sind ein Betrüger, Sie rufen doch Sie hier an. Ja, Sie kennen ja total viele Sachen. Ich wusste nicht mal, dass die existieren. Tja, dann sollten Sie sich vielleicht mal bilden, bevor Sie in so einem Callcenter anfangen. Das ist kein Callcenter. Na komisch, und warum sind da andere Leute im Hintergrund? Das sind meine Arbeitskollegen, Herr Lips. Ich bin ja nicht alleine im Büro daher. Ach, meine Güte. Wie bitte? Das nennt man Callcenter. Ach, Sie wissen ja alles heutzutage, ne? Richtig, mehr als Sie. Ach, scheint ja wohl so. Aber Sie wissen ja selber, dass Sie Krimineller sind, sonst würden Sie sicher nicht so... Und dann hat dieser sehr nette, zuvorkommende Herr das Gespräch abgewürgt und einfach aufgelegt. Tja, aber schon Wahnsinn. Mal wieder. Wie so immer. Ja... Also ich hab's ja hier dem netten Typen nun wirklich mehr als deutlich erklärt, dass sein Job definitiv kriminell ist. Und er sieht's ja nicht mal ein. Er weiß, dass er kalt anruft und keine Anruferlaubnis hat. Und ruft einfach an und findet es auch noch in Ordnung und streitet dann auch noch vehement ab. Das, naja, Kaltakquise ist ja ganz normal, aber Betrüger sind sie nicht. Und heute werden ja so viele Kunden kalt akquiriert und, ja... Also er erzählt sogar selbst, dass dieser Anruf illegal ist. Tja, also eigentlich fehlen einem da die Worte. Der weiß, dass er illegal telefoniert, weiß es aber gleichzeitig nicht. Schon irgendwie interessant, also so hatte ich das tatsächlich auch noch nicht. Normalerweise streiten die das ja immer ab, dass die kalt anrufen. Aber, also kalt bedeutet übrigens auch, dass das Double Opt-in fehlt. Ne? Also ein warmer Anruf wäre, ihr habt das gewollt. Ein kalter Anruf, ihr seid ja gar nicht darauf vorbereitet und die rufen einfach an und habt das nicht gewollt. Tja, haben wir die Definition auch mal geklärt. Aber das ist einfach nur Wahnsinn. Er ruft an, weiß, dass das nicht darf und tut's einfach. Und findet's dann auch noch empörend, dass ich sage, er ist Betrüger. Aber ich habe ja damit recht, denn was anderes ist er nicht. Er ist nichts anderes als ein Betrüger, der kriminell bei euch anruft und dann auch noch aus einem Callcenter. Auch das hat er dann noch verneint und abgestritten. Aber doch, im Hintergrund waren die Stimmen wieder zu hören. Er hat nicht alleine gesessen. Tja, und genauso wie auch mit dem WhatsApp. Mal ehrlich, welcher Bankberater würde euch einfach mal irgendeinem Fremden am Telefon seine private WhatsApp-Nummer rausgeben? Auch das ist nichts anderes als Blödsinn. Ich verstehe es nicht. Also es ist für mich einfach nicht begreifbar, wie die da sitzen können und das auch noch für gut befinden. Obwohl sie wissen, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Und ich meine, ich habe sie mir nun wirklich eindringlich erklärt. Wahnsinn. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Denn ja, mit der kleinen Glocke daneben... kriegt ihr auch immer noch eine kleine Information, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Bedanke mich, die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.